Ein Morgen im Leben von Abby und Max. Wir starten damit, uns fürs Gassi bereit zu machen. Dafür brauchen wir Socken und die müssen erstmal angelutscht werden. Nachdem das erledigt ist, gibt's ein paar Popo-Kraulis. Dann hole ich ihr Futter zum Auftauen aus der Gefriertruhe, packe es in einen Napf und decke es ab, dass da keine Fliegen dran gehen können. Zwischenzeitlich sind die angesabberten Socken wieder getrocknet, ich habe meine Schuhe organisiert. Dann habe ich Abby ihr Geschirr angezogen, wobei ich mir ein Nasenstübel abgeholt habe. Anschließend habe ich 5 Minuten meine Gassi-Tasche gesucht, sie dann letztendlich im Auto gefunden und dabei musste ich feststellen, dass ich nur noch 2 Leckerlis habe. In meiner Amigo-Box habe ich noch ein paar Entenhälse gefunden, die mich über diesen Spaziergang retten sollten, aber ich muss heute dringend wieder Leckerlis bestellen. Dann sind wir ein bisschen durch die Gegend gelatscht, bis Abby die erste Zeitungsstelle gefunden hat. Hier hat sie dann ein bisschen geschnüffelt auf eine sehr ausgeglichene und entspannte Art und Weise. Und zum Abschluss des Spaziergangs gab es noch eine Wiederholung Rückruftraining. Dafür warte ich, bis sie irgendwo rumsteht, organisiere mir eine hochwertige Belohnung, wie diesen Entenhals hier. Dann wird sie abgerufen, belohnt und das war's für den Moment auch schon. Eure Anmerkungen und Fragen zum Spaziergang ab in die Kommentare und denkt an das Profil zu abonnieren.